trinke gerade mal einen Schluck. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Nur, dass da vorne irgendein Attentatsziel ist. Ich habe nichts damit zu tun! Ignoriert mich einfach! Harithin, ich habe nichts damit zu tun! Was hat er jetzt gebracht? Nichts wissen! So, wollten wir uns neue Sachen kaufen? Kann das vielleicht sein? Das ist leider wieder sehr lange her. Wieso geht das Fenster nicht weg? Moment! Rüstungen haben wir neue Teile. Ich wollte irgendwas safe kaufen, aber ich kaufe stattdessen jetzt Rüstung. Waffen schmaffen. Ihr werdet dies gewiss nicht bereuen. Ist schon wieder da oben da. Ist der Typ einfach ein Bug? Kann das sein? Dass der Typ einfach ein Bug ist? Normalerweise sollte das bestimmt irgendwas bringen, den zu töten. Kein Gefühl für Sitte und Anstand. Ja, ja. Ruby aus Supernatural. Aber ist der betrunken? So. Ich kann auf dem Dach klettern und dann gucken, wo wir hin müssen. Direkt hier hin. Nice. Eigentlich würde ich ganz gerne noch an Tauben lag oder kommt keiner mehr auf dem Weg, deswegen zur Quest. Good up, Bro. Gut auf. Oben ist ein Fragment, da will ich haben. Oder auch nicht. Ach stimmt, ich glaube, die Quest hatte ich letztes Mal aus Versehen getriggert, ne? Genau. Das ist kein erlaubter Zug. Eine europäische Variante. Arocco. Interessant, aber unehrenhaft, wenn du nach anderen Regeln spielst als dein Gegner. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr Sultan seid. Soll ich ihn zurücknehmen? Süleyman. Ich weiß, es war sehr hart für dich. Mein ewiger Streit mit deinem Vater um Bayezids Thron. Großvater hat euch erwählt und sein Wort ist Gesetz. Daran gibt es nichts zu deuten. Euer Vater und ich standen uns einst nah. Aber seine Grausamkeit und sein Ehrgeiz haben... Ich kenne die Gerüchte, Onkel. Nun, ich treffe mich bald mit dem Visieren. Sollen wir ein anderes Mal weiterspielen? Wann immer ihr wollt. Ezio. Tarek verkauft Musketen an einen örtlichen Schurken. Manuel Palaiologos. Palaiologos. Ach stimmt, der komische Name. Traurige Geschichte. Der letzte byzantinische Kaiser war Konstantin Palaiologos. Falls sein Erbe eine Art Miliz bewaffnet, wird der Konflikt eskalieren. Tarek weiß, wohin die Musketenlieferung geht. Wenn ich ihn ausfindig mache, kann ich den Waffen folgen bis zu den Byzantinern. Er ist wohl bei seinen Janitscharen in den Baracken. Wollt ihr euch ihnen nähern, müsst ihr einer der ihren sein. Ach stimmt, so eine Aktion. Kein Problem. Güzel. Besorgt euch die Information? Dann tötet ihn. Ich hoffe, ich kann dir trauen, Bursche. Ich bin sicher. Ihr sagtet, Tarek und euer Vater seien gute Freunde, Süleyman. Das ist wahr, aber ein solcher Verrat an meinem Großvater verdient den Tod. Verstanden. Ich hoffe nur, ich kann dem Bub trauen. In die Schatten. Ezio möchte von Tarek Valerti den Standort der Templerarmee erfahren. Schaffen sie sich eine Verkleidung als Janitschar, um in seine Nähe zu kommen.
Ein Gegner aus seinem aus einem Versteck raus eliminieren. Einen isolierten Janisharen finden. Mein Weg. Hallo? Ezio? Ezio? Ja, Sekunde. Steuerung und so, ne? Da muss man erstmal wieder reinkommen. Ja, nochmal. Da bin ich schon am Weg. Mal gerade gucken. Hey, war das nicht der Button für Map? Wollte gerade sagen. Also, das ist schon da oben. Ich dachte, da wäre vielleicht schon mein Ziel, aber nee. Nur ein Versteck finden, ne? Was geht denn da ab? Ja, das ist er nicht. Wenn ich halt ein Luftattentat drauf mache, das kriegt halt auch keiner mit, ne? Oh. Okay, da war wohl doch wer. Na gut, okay. Da war anscheinend noch irgendwer. Mal gucken, nicht mehr eliminieren. Dann brauche ich ja fast schon den Heuhaufen da hinten. Nahe des Arsenals. Es handelt sich wohl um eine Art Aufstand der Bevölkerung. Muss der Typ jetzt nur herkommen. Hier habe ich die Leute verprügelt. Deswegen halt, der kommt halt nicht her, ne? Also ich könnte mich auch da hinten einfach zwischen die Leute stellen. Ich glaube, oder die Leute hauen dann ab, ne? Deshalb bewegt er sich jetzt irgendwie, oder? Genau zwischen den Weibern umbringen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Kommt mal mit. Können wir helfen? Problem. Du willst kämpfen, dann soll es so sein. Nicht so schnell, du Esel. Lol. Als ich in den Weibern war, hat das keiner mitbekommen, dass ich den Typen trage, okay? Moment, da probiere ich jetzt nochmal aus. Hat das keiner mitbekommen, dass ich den Typen trage. Hallo? Sobald jetzt keiner hinguckt, lege ich ihn gleich einfach um.
Wo geht er denn jetzt hin? Wieso geht er jetzt weg? Was ist hier geschehen? Es ist Blut. Noch eine Seele. Wieso geht der jetzt auf einmal weg? Das soll nicht so sein, oder? Habe ich wieder einen Tag erwischt, wo Game Buggy ist? Da könnt ihr bitte so stehen, dass ihr meine... Weiß... Was hat... Macht euch. Nee, macht euch das Spaß! Hey, kein Grund, fort mit euch! Das ist schlecht, dass da einer steht. Am besten zu Fuß hinterher, ganz ehrlich. Kurz vorbei. Der rennt halt auch, glaube ich, nur wieder zurück auf den Platz. Hoffentlich kommt er hier vorbei. Nee, der rennt da hinten jetzt im Kreis. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Hier ist halt kein Versteck. Ich meine, hier ist ja nicht mal eine Bank, oder? Doch, da ist eine Bank. Aber jetzt rennt die da hoch, oder was? It's no joke. Geht das schon wieder so los? Nochmal neu. Nochmal neu. Das war Bullshit gerade, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es ist Bullshit passiert. Ich weiß nicht, wie ich um Mac töten soll. Keine Ahnung. Ich meine, dass der Typ sich auf einmal bewegt, war auch schon wieder Quatsch. Riesig wie eine Katze. Abgekommen. Geht vor. Meine Geduld hat bald ein Ende. Etwas zu seinem Aufenthaltsort weiß. Gott wacht über euch und führt euer Geheimnis. Ich weiß es. Der neue Anführer der Bewahrer von Byzanz möchte alle waffenfähigen Männer in einer bezirksweiten Miliz organisieren. Ich will nicht sterben, ich habe nichts damit zu tun. Nicht abhauen! Och Leute! Bist du solcher Gewalt fähig? Okay, die hauen doch ab. Weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Keine Ahnung. Muss ich warten, bis er wieder losrennt und in einer ruhigen Ecke dann irgend so ein Luftattentat. Boah, ist so, wenn heute schon wieder so ein Tag ist, dann höre ich gleich echt schon auf. Das macht nämlich keinen Spaß, wenn wieder so ein Assassin's Creed Tag ist. Du gehst erstmal drauf. Warte jetzt, bis er losläuft. Dann mache ich irgendwann ein Luftattentat auf ihn. Ich kann aber den anderen, der da hinten rumrennt, den kann ich schon abfangen eigentlich. Lass mich doch! Ich tue doch keinen Mist! Jetzt müsste eigentlich keiner mitkriegen. Doch, da kommt jetzt gerade noch wer. Bringt ihn zurück! Was hab ich getan? Heute ist wieder so ein Tag, wo das Spiel einfach dermaßen verbuggt ist. Okay. Oh, keine Ahnung. Ich bleib hier drin liegen, warte, bis er losrennt und hoffe, dass er hier vorbeikommt. Ist kein Arsenal vollständig.
Arsenal vollständig. Nur eine Chance, auch irgendwann mal vorhat loszulaufen. Könnt ihr diesen Waren den Rücken kehren? Er prügelt sich aber auch schon nicht mehr mit dem Typen, ne? Also. Nein, 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 nein! Habe ich eine neue Hassquest? Ich glaube schon. Mann! Wie dumm! Aber wie random das doch ist. Manchmal läuft er los und läuft er wieder nicht los. Ich stelle mich jetzt wieder da hinten hin. Ja, du gehst erstmal drauf. Meine Geduld hat bald ein Ende. Brüder, helft mir! Jetzt prügel dich weiter, Junge. Prügel dich, bis du fertig bist und dann geh wieder los. Obwohl, vielleicht kann ich ihn auch jetzt umlegen. So, jetzt schnapp ich ihn mir. Mitkommen, junger Mann. Laufen, 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 laufen. Kommt vom Birke, kommt vom Birke. Stress! Alarm! Rein mit dir. Gott sei Dank. Oh ey, 500. Versuch. Nicht schön. Achso. Zade Assassin, Dankeschön für deinen Follow und herzlich willkommen. Folgen Sie den Scharen in den Lager, finden Sie Tarik Baletti, um herauszufinden, wohin er die von Manuel gekauften Waffen hinbringen ließ. Seien Sie vorsichtig, die Verkleidung ist nicht perfekt. Tarik mit einem Luftattentat eliminieren, da krieg ich hin. Selim versteht unsere Lage. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Hatlissin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, verstehe ich. Allem, was euch verdächtig vorkommt. Bürger, hütet euch. Ein gewissenloser Mörder wandelt unter uns. Er massakriert die Diener unseres Sultans. Die Janitscharen haben ihr Leben dem Schutz des Reiches gewidmet. Revanchiert euch und findet den Schurken, bevor er wieder zuschlägt. Proleten! Nieder mit dir! Echt jetzt? Oh, aber. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Hand über dich, Abschaum! Die sich halt auch prügeln. Anstatt, dass nieder sie... mit euch! Ja, okay. Vielleicht direkt Bürger umbringen ist nicht so smart wahrscheinlich. Ja, ja, Ruby aus Supernatural, halt die Klappe. Verzieh dich, nerviges Ungeziefer! Und darf ich jetzt zusammenschlagen? Warum bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Wollt ihr mich wieder von automatisch mitnehmen oder muss ich wieder er selber ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Schon gehört? Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Ach was. Gott verfluche ihn. Wie hat er... Karl Deschlerim, einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Gar nicht aufgefallen, dass es von der Profil war. Zu fünft. Ah, ich finde, ohne Alarm auszuschlagen. Elimsier zog sich nach zurück. Wohl unter schweren Verlusten. Aber misstrauisch, okay. Elite-Wachen sind also die, die rot sind. Ja? Ich bete für eine schnelle Lösung. Gleich bin du da hinten. Ja, aber in welche Richtung? Richtung deiner Tante, mein Freund. Ich weiß es nicht. Mein Herz gehört unserem Sultan. Aber mein Beide steht da und
blöder Bolster. Wie bewegt euch da nicht weg? Dann gehe ich außen rum. Ich hoffe, ihr seid cool, egal was ich mache. Dann darf ich hier auch wie so ein Assassin rumhüpfen. Oh! Mensch, Darf ich wohl nicht, weil die haben mich gerade gesehen, die Jungs. Und hier wollte ich nicht dran. Ich wollte eigentlich rechts dran. Ah, easy. Erfolgreich, 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 erfolgreich. Level up, level up, level up, erfolgreich. Gesperrt, okay, weil ich gerade in der Quest bin. Na gut. Halt! Im Namen der Wache! Was? Du gehst drauf. Wer wollte mich denn gerade anscheißen? Bisschen Loot hat noch keinem geschadet. Ja, meinetwegen, tausch halt die Bomben. Ist mir egal, die nutze ich eh nicht. Da hinten hin, okay. Irgendwas war das mit dem Typen unter mir. Tariq, eine Botschaft. Harikulade. Was für eine Roulade? Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evid. Endlich. Was ist denn mit dir? Du bist ja gut. Okay, jetzt kann ich ihn umlegen. Ich staune. Hat er noch keinen umgebracht? Kann ich nach da oben, ne? Mit Luftattentat und so. Oh, schlecht. Hi, Jungs. Na, wie läuft's? Alles fit bei euch? Versteckt mich nur kurz. Okay, mit dem Luftattentat muss ich da ein bisschen hochkommen. Du bist Elite Super Duper Bro, ne? Jemand mehr. Hinten ist noch so einer. Auf der anderen Seite ist weniger los. Vielleicht sollte ich es da mal probieren. Hi. Mein Bruder hat keinen Bruder. Meine Mutter hat eine Heirat für mich arrangiert. Mit der Tochter des Tatschir. Keiner hat sie bisher gesehen. Seit 10 Jahren war sie nicht mehr draußen. Und hoff. Ich hoffe nur, sie ist nicht zu dick. Was macht dein Bruder? Diese Konversation ist so schön. Es ist bestimmt nicht leicht, seinen Fuß auf diese Art zu verlieren. Einen Moment mal, den kennt ich doch. Sind die alle Anti auf mich? Oh, die kommen. Als ob er sich jetzt bewegt hat. Echt jetzt? Warum die Kaffee? Easy. Was? Wie Ziel verloren. Der steht vor mir. Okay, das Game ist heute wieder super verbuggt. Das Game ist heute wieder super verbuggt. Heute ist wieder so ein absolut verbuggter Tag. Der steht einfach vor mir, der Typ. Boah, ist das laut. Mädchen aus Bursa, das wir haben. Ich warte einfach drauf, bis er hier vorbeikommt, dann lege ich ihn um. Obwohl er jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier vorbeikommt.
Drehst dich um, du drehst dich um. Was treibt ihr da? Oh, scheiße, hey. Alles klar. Goretti, wo steckt der? Doch. Ja. Keine Ahnung. Die sehen mich halt alle. Ist halt so. Deswegen verballere ich den jetzt mit dem Giftpfeil oder so, weiß ich nicht. Keine Giftklinge. Ich habe aber auch keine Pfeile leider. Halt die Armbrust noch nicht, aber ich habe die Knarre, mit der könnte ich ihn einfach abknallen. Sag schon, warum haben deine Eltern die Verlobung nicht gewollt? Wäre ich deiner Schwester kein guter Ehemann? Was machen schon ein Ding? Was kann ich da? Oh, aber großer Fehler. Jetzt hab ich dich. Weißt du, mit was du dich da anlegst? Mit einem Standbild aktuell und ich kann mich nicht bewegen. Ich will gern. Ich jetzt fünfmal gehört, dass er bitte schießen soll. Das ist halt einfach schon wieder so ein nervig unnötiger Bosskampf. Ihr wisst, was zu tun ist. Tut es! Alter, Leute. Ich verliere gerade echt die Lust, wieder zu zocken. Kommt, Männer! Wir treiben! Dankeschön. Meine Fresse, ey. Da sollst du ein Luftattentat machen, hast aber nicht mal die Option dazu. Ist das Ergebnis von Süleymans Untersuchung? Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Ach, seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern in Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Und die Quest war einfach super unnötig. Echt jetzt? Wollen wir jetzt alle kämpfen, ja? Aber. Wollt ihr mich nicht einfach umlegen, Jungs? Das bezahlst du mir! Entkommt uns! Ich werd halt sterben. Ja,
War ziemlich gut getimt, glaube ich. Was? Warum? Wieso wurde ich aus dem Gebiet gekickt? Na, das ist aber wirklich mal dreist. Okay, ja, ich höre gleich auf. Wir hören gleich auf, machen gleich Schluss. Ich gebe dem gleich noch eine Quest oder so, dann war's das aber. Wenn die dann auch so dermaßen verbuggt ist, macht das keinen Sinn, noch weiter zu spielen. Es ist halt genau wie der Tag, wo wir wieder angefangen haben, Assassin's Creed zu spielen. Der Tag war super weird. Echt jetzt, Jungs. Nichts. Ja, dann schwimme ich jetzt weg. Können wir jetzt auch mal am Arsch lecken. Oh. Okay. Schwimmen ist echt der einzigste Weg, irgendwie von denen wegzukommen. Oder halt kämpfen. Also. Gott, verflucht war das nervig, ey. Luftattentat hatte ich nicht die Option zu. Ging nicht. Oh, ich muss ein bisschen Bekanntheit verringern. Nicht ganz bei Trost, der Alte. Wie die alle auf mein Alter gehen, ey. Die Anti. Nein, jetzt hier die Treppe. Wie die alle auf mein Alter gehen, ne? Voll schlimm. Level 10, also kriegst du jetzt auch Umhang und Maske. Auch Level 10, also kriegst du auch Umhang und Maske. Super. Uns gehört uns, gehört uns, gehört uns, gehört noch nicht uns. Let's go. Wir hätten noch vielleicht einen der Kleinen mitnehmen können, ne? Kostet Geld? Ne, das will ich aber nicht. Nicht, wenn das Geld kostet. So, und jetzt noch Jerusalem. War eine 5er-Quest, holy moly. Nee, das wird zu wenig. Das wird zu risky. 3 Assassinen dann zu verlieren, wäre zu krass. Ja, immer noch. Lass mir das mal lieber. Dann lieber die hier. Die kannst du doch alleine machen. Moment. Ist zwar weit aufgeteilt, aber ist am effizientesten. Beziehungsweise so kriegen wir am meisten Kohle raus. Da müssen wir auch, wenn die alle nochmal da sind, ich habe 3 Leute, die ich zum Assassinen upgraden kann. Da müssen wir uns da nochmal treffen.
In der Butze. So, Quest. Hoppala. Da ist eine. Habe ich nicht. Hier ist noch eine Sophia-Erinnerung. Kein Aussichtspunkt, den ich auch mit auf dem Weg mitnehmen kann. Brauche ich vielleicht noch einen Steckbrief oder so ein Quatsch? Oh, hoppla. Er weiß, dass ihr für ihn betet und erinnert euch daran, eure Bürgerpflicht. Weil dauerhaft halt wanted zu sein, ist auch nicht geil. Findet die Güte, etwas Geld mit mir zu nehmen. Ich weiß nicht ganz, wie Leiter funktionieren. Alter, könnt ihr mich mal in die Leiter lassen? Ihr wurdet doch extra platziert, damit ihr den Leuten auf den Sack geht. Er ist flink wie der Wind. Meine Tante gestern hat auch zu mir gesagt. Echt jetzt? Das war aber schwach jetzt so. Sehr unterhaltsam. Bitte, der bin doch nur ein einfacher Mann. Ich wollte doch nur nach Hause gehen. Ja, noch so. Ich bin gespannt, wie gut die Mission jetzt funktioniert. Also wenn die auch wieder. Es gibt halt so Tage, da funktioniert das Spiel einfach vorne und hinten nicht. Aber. Ich wollte doch nur nach Hause gehen. Hallo, hallo. Ja, gerade Geld abheben. Wow, das hat eine Menge Kohle. Ich glaub, wir können uns da jetzt locker bestimmt die Armbrust leisten, oder? Ne, die haben wir schon, stimmt. Die haben wir schon am Rücken. Ah, logisch. Ob es hier vielleicht noch einen Einhänder gibt oder sowas, einen ordentlichen. Das Ding wäre halt cool, ne? Jawoll, Alter. Wow, okay, das Teil ist stark. Jetzt zieh ich mir aber meine komplette Kohle jetzt. Komm, das Ding holen wir uns. Ich kriege ja eh wieder Kohle gleich rein. Zone alles voll. Verdammt. Was hat er damit vor? Mit dem Schwert? Puscheln. Oder so. Den Mann kenn ich. Oh, hoppala. Ganz sicher. Nein, kennt mich nicht. Verdammt! Wir verlieren ihn! Du wirst mir nicht entkommen, ich bin dir schon entkommen, Bro. Was macht der denn da? Oder komm noch mehr. Ist der betrunken? Ach, ein bisschen. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Okay, ich sollte dringend noch gucken, dass ich das loswerde. Ding ist nur, sind die keine. Eine Steckbriefe oder Leute, die ich bestechen kann oder sowas? Hier rollt er zum Beispiel, aber sehe ich halt keinen. Das ist auch nicht so gewollt, dass die nicht auf der Map sind, oder? Dieses Game, ne? Also so verbuggt war wirklich kein anderes. Muss ich ganz ehrlich sagen. So verbuggt war kein anderes Assassin's Creed bis jetzt. Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio.
Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun, ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber ein Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen... Hagia? Heißt das Hagia? Blumen gegen Informationen. Ja, nur als Hagia. Erledigen Sie den Auftrag für Sophia, während sie nach dem letzten Polebuch sucht. Okay. Geh ich bestimmt hin. Wir sollen nur ein paar Blumen holen, wie ich ja verstanden habe. Touristen auf, so um einige weiße Tulpen für Sophia zu kaufen. Ein Söldner? Oh. Vergebt mir meine Unbedeutsamkeit. Hör auf, ich verliere ihn! Den Augen. Stimmt, da war ja was. Ich muss auf dem Weg auf jeden Fall noch einen Herold finden. Weil das muss aufhören. Also schon gar kein Steckbrief mehr, das muss ein Herold sein. Seid die Piraten immer den besteche ich dann auch liebend gerne. Normalerweise schreien die einem. Immer und überall die Ohren zu. Da ist doch auch einer, der rumbrüllt. Wo ist der? Hier. Offenbar kam es in der Garnison der Janitscharen zu einem Zwischenfall. Es scheint, als hätte sich ein. Kann ihn aber nicht. Aber nicht bestechen. Oder ist er, vielleicht ist das jetzt gerade einfach so, dass die halt Anti auf mich sein müssen. Okay, da kann natürlich sein. Dass man halt den Wanted Level gerade nicht loswerden kann. Dann sollte ich aber eigentlich keine Sophia-Mission währenddessen machen, sondern Main-Quests. Aber okay, soweit habe ich nie gedacht. Muss ich hier rein? Nee, Quatsch, ich muss nach unten. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Ihr hättet gerne ein paar Blümchen. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen. Weiße. Falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier. Ich komme wieder. 1 Stunde. 2 höchstens. Was? Ich warte doch nicht 1 Stunde. Eben. Hab ich den schon mal gesehen? Er will uns verpfeifen. Die Pissbirne will uns verpfeifen gehen. Wem ist das ein Gegner? Ich muss übers Dach. Ja, das stört jetzt natürlich enorm. Das werde ich höchstwahrscheinlich nicht hinkriegen. Oh, na doch, jetzt hat sich gerade resettet, warum auch immer. Das Ding ist halt, Mädels stehen halt auch wahrscheinlich keine rum. Safe Call will er mich verpfeifen gehen. Nee, 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 hier ist keiner, Bro. Lass mich in Ruhe. Ich hab grad Wichtigeres zu tun.
Als ob er jetzt zu mir rüberkommt. Nein, werde ich nicht. Als sie in den Tod oder in Ketten. Jede Wette. Ihr Ketten. Hörricht. Er wird sich umbringen. Eiweißtulpen pflücken. Ich hörte, euer Bruder einfach hier? Arbeitet nun für die Bezirksregierung. Ah ja, okay, da wäre er selber Busch gewesen. Dramatisch. Ich werde mich jetzt nicht jedes Mal abschalten, wenn da jedes Mal so eine Cutscene kommt. Nein, werde ich nicht. Was passiert nach Tulpe Nummer 3? Explodiert jetzt alles? Reiten die jetzt hier ein? Okay, oder nicht? Das sollte ich halt echt nur unter Aufsicht halt verfolgen. Hat hier nicht sogar schon die Hagia Sophia? Wahrscheinlich. Oder Hagia. Das geht jetzt anscheinend stumm. Moment, da brauche ich aber nicht komplett oben rum rüber zu laufen. Das war es anscheinend noch nicht. Tretet vor, nehmt eure Gesundheit ernst, liebe Leute. Oh oh. Wo steht sie denn? Okay, da wird sie doch sein. Wir treffen uns direkt an der Hagia Sophia. Oh, was schick. Hallo. Ein Geschenk. Bitte. Ist das ein Date? Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sempre squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, si. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Viel Spaß. $1000 für ein bisschen Bunga Bunga. Obwohl, wer weiß. Ezio, du hast ein bisschen Schräglage, kann das sein? Okay, jetzt funktioniert wieder. Wir holen uns schnell den Aussichtspunkt hier noch und dann geht's weiter zur Hauptquest, weil ich, wie gesagt, das Wanted-Level loswerden will. Außerdem haben wir gerade sowieso keine. Doch, wir haben eine Sophia-Erinnerung. Ich meine, einerseits möchte ich natürlich gerne fertig werden damit. Ich meine, das ist natürlich das letzte Buch. Andererseits... Hab ich hart gar keinen Bock, hier mit Cops rumzurennen.
Außerdem, halt, müssen wir nochmal an Dingens. Warte des Sultans. Was ist hier? Kriegen wir nämlich noch ein bisschen Monedos. Erfolgreich, 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 erfolgreich. Sehr schön. Das sieht doch alles gut aus. Automatisch aufrüsten. Oh, ja, das geht natürlich auch. Einfach instant alle aufrüsten. Dann müssen wir uns auch nochmal die zweite, die letzte vornehmen. Damit wir hier noch die letzten paar Drach nehmen können. So, dann gucken wir mal, wo waren wir gerade? In Genua gehört mittlerweile uns. Jerusalem geht's weiter. Ach so. Da macht man Hunderter daraus, Jungs. Gehen wir mal auf Nummer sicher bei den großen Aufträgen. Also da steht dann so, die Assassinen übernehmen genug Kontrolle über die Stadt. Also müsste ich eigentlich gar nicht noch mehr machen. Dann schicke ich den Rest nämlich schon nach Lissabon. Ich halt so viel hier mache, reicht das schon. Ah, das reicht schon. Perfekt. Sind die auch wieder unterwegs? Wir haben wieder Kohle bekommen. Wir leben in dunklen Zeiten. Get up, bro. Ein Assassine! Was? Wo? Seh keinen! Wo ist er? Schaffe ich das? Nein. Okay, das war aber eine interessante Lösung. Ist ja ein Straßenkünstler, Junge. Oh, weiter Sprung. Oh, easy. Ich hab dich an einem scheiß Turm hängen sehen. Dankeschön. Immer die Quest gerade lief besser als die davor. Das ist ja auch schon mal was Positives. Nase juckt. Super. Ich hab so viele Ausflüge, da haben wir noch gar nicht mehr, ne? Ich glaube noch ein jetzt oder zwei. Oder noch drei, okay. Ja, der Plan war es ja zuerst, die Games alle auf 100% durchzuspielen, aber das habe ich ganz schnell sein gelassen. Wir spielen die Story, alles mögliche an Story-Missionen, dann wartet. Also es dauert halt einfach zu lange. Das dauert jetzt schon ewig, bis wir ein Game durch haben. One shot, one kill. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Nein. Schneller! Rennt schneller! Ihr entkommt uns! Ich renne gerade zur falschen Mission. Obwohl eigentlich zur richtigen Mission. Ich würde die eigentlich echt noch gerne machen, aber nicht unter diesen Umständen. Obwohl, da wird wahrscheinlich so ein Jump'n'Run wieder sein. Ah, aber wenn da auch alle Aggro auf Mission ist, ist das auch scheiße. Obwohl die da sowieso eigentlich alle Aggro auf Mission sollten. An wen erinnert er mich? Niemanden.
Kommando zurück. Das nehme ich noch mit. Ich würde nämlich ganz gerne dieses Wanted-Level wieder loswerden. Überbringer gemischte Nachrichten. Es hat den Standort der Tempelarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleman über diese Tragödie. Einen Unschuldigen getötet? Häusern soll niemanden töten. Dann habe ich einen Unschuldigen getötet. Oh, hoppla. Wenn Süleman doch unser Freund ist. Warum sind denn hier alle Anti auf mich? Jo Mädels, fuck it up. Klingt nach Spaß. Wenn man mitkommen will. Die einmal ablenken. Ich weiß nicht, wie der Tastenbefehl dafür ist. Oder wir sneaken uns einfach dran vorbei. Rennen die uns jetzt hinterher? Ah ne, zwei Mädels sind zurückgeblieben. Bleib nicht stehen, weil wenn ich stehen bleibe, gehen die noch einen Schritt weiter nach vorne und fliegt meine Tarnung auf. Das wäre schlecht. Deswegen einfach weitergehen, nicht stehen bleiben. Werde schon die Treppe darauf müssen wahrscheinlich. Genau, hier durch. Ich kann nicht hier durch, aber ich kann den Loot dann noch mitnehmen, immerhin. Ja, da werde ich jetzt übers Dach weitergehen. Danke, Mädels. Ich darf keinen töten, theoretisch. Und bisher habe ich dann relativ einen Fick drauf gegeben. Bauern haben hier oben nichts verloren. Ich glaube, das mache ich auch dieses Mal wieder. Boah, ich bin so nah, ne? Was war das denn? Oh nein, was? Oh Leute, ich habe die Weiber gerufen. Ich wusste nicht, dass ich die nochmal rufen kann. Moment, steht da wer drin? Nein. Piep, piep, ich bin nur ein Vogel. Runter! Ich mache keine Späße! Ich bin am Weg. Moment mal. War da gerade da oben? Wo ich hin musste? Bin ich gerade. Ich kann umsonst hier runtergesprungen. Okay, das war's. Ich darf auch nicht entdeckt sein? Ja, okay, nochmal von vorne. Ja, das Spiel ist alleine schon schlechter als die anderen, weil, weil da viel zu viele nicht entdeckt werden Missionen hat.
Jo, Mädels, alles nochmal. Yay. Wir sind alle super erfreut darüber. Ich gehe direkt außen rum. Ich weiß überhaupt nicht, warum man mich da innen durchleitet, wo man dann gar nicht lang gehen kann. Das ist ja kompletter Quatsch. Wieso gehe ich nicht direkt außen rum? Ich gehe jetzt hier links und gucke, ob ich da irgendwie hochkomme. Rüberkomme. Ist ja Quatsch. Kann sein, dass Hagia Kirche heißt auf Türkisch oder so? Okay, das ist jetzt bitter, dass ich hier ein paar Mädels verliere. Dann werde ich auch meine letzten beiden dann an den beiden verlieren. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich habe hier keine Versteckmöglichkeit. Oh Gott, was tue ich? Er wird seine Gründe haben, schätze ich. Ich hasse Stealth-Quests wie die Pest. Ja, tot. Ich glaube, das ist wohl nicht so wichtig. Was ist eigentlich mit der italienischen Hure geschehen? Komm, tu nicht so unschuldig. Da hinten steht er. Gott wird dich dreifach strafen, wenn du es mir nicht erzählst. Oh, hi Jungs. Mann, ich hasse es! Was soll denn das? Diese Drecks-Stealth-Quest, das macht überhaupt keinen Spaß. Wem macht sowas Spaß? Kann ich nicht nachvollziehen. Wem macht sowas Spaß? Wo stehe ich denn jetzt? Es kommt nicht wieder vor, Effendim. Ich schwöre. Kannst du mir nicht erzählen, dass das irgendeinem Spaß macht? Ja, sich fünfmal durchprügeln zu müssen, irgendwie. Ich kenne ihn. Nein, tust du nicht. Halt die Fresse. Gegen zwei ist schwieriger, da sollte ich vielleicht gucken, so vorbeizukommen. Kommt der da auch noch rum, ey? Ich glaube, das ist wohl nicht so wichtig. Ich bin froh, dass die Leiche auch runtergefallen ist, ey. Mehr Glück als Verstand während der Quest, ey. Hoch! Frage ist, darf ich Leute abknallen? Vergangenheit hat das nie irgendwer gehört. Haben sie gehört, hat aber keinen interessiert. Aber ich habe auch eine Armbrust, Stulli.
Sportsettler. Ich würde einfach mit der Armbrust schießen können. Good up, Boy. Sag dein Kumpel mal, dass wir Freunde sind, ey. Mächt auf den Sack. Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott, vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Ja. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman, Süleyman. Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen?
höchstwahrscheinlich. Planen wir wieder ein bisschen mehr zu streamen, wieder ein bisschen früher auch anzufangen. Ich werde wirklich dann noch ein bisschen Assassin's Creed abends hinbekommen. Wohl haben wir direkt eins bei uns zu Hause, maybe? Galazza, ja, Unterschlupf. Let's go. So, ging das nicht jetzt hier irgendwo? Wo ich die Leute dann zum Assassinen machen lassen werden kann, tun? Achso, das sind Bücher. Müsste doch eigentlich hier irgendwo funktionieren. Da muss ich einfach nochmal raus und nochmal rein. Ich glaube, das hat automatisch immer getriggert. Assassinen-Hauptquartier, vielleicht muss ich auch da hin. Ist das hier unten? Ja, ne? Obwohl, da oben ist Ausgang. Ist es nicht hier unten? Doch, hier bin ich wohl richtig. Wie ging das denn nochmal, dass ich die Leute zum Meisterassassinen machen kann? Gemeinsam, Mentor. Ja, juckt mich nicht. Gut. Oh, das ist nur. Ja, das sind nur Hülsen, da brauche ich nicht den ganzen Quatsch. Es ist mir eine Ehre, Mentor. Servus. Weiß man leider nicht mal, wo ich hin muss dafür. Das war doch hier. Wo sonst? Ne, hier ist nur Bombenecke. Ja, ne, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich die zum Meisterassassinen machen kann. Ist hier wenigstens ein Taubenschlag, wo ich mal dran gucken kann. Kann ich hier machen? Schön. Ah, perfekt. Ja, wir springen hier davon aus, dass das alle geschafft haben. Weil ich habe hier ja schließlich einen. Also super duper. Und ihr seid halt alle Level 10. Aber ich weiß halt nicht, wie ich die jetzt zuweisen kann. Normalerweise gibt es dann so ein Cutscene, wo die dann zum Super-Duper-Assassine gemacht werden. Ach, ich habe keine Ahnung. Lissabon läuft gerade noch, ne? Temperkontrolle 50%. Zwei Prozent nur noch. Ja, solange es hier noch rot ist, knall ich erstmal weiter mit Lissabon. Kriegt man hier den richtig dicken Fisch an Bord, Leute. Obwohl, der richtig dicke Fisch sieht eigentlich anders aus.
Ah, macht mal. Zu sehen, Mentor. Wird dann auch reichen, da reingeguckt zu haben. Okay, dann gehen wir jetzt zur Sophia oder reisen, Schnellreisen wir zur Sophia-Erinnerung. Wird dann auch hoffentlich wahrscheinlich die letzte sein. Und ich nicht da. Ach, keine Ahnung. Ich laufe einfach. Mir ist es so dämlich mit dem Schnellreisen und so einem Quatsch. Heute ist auch nicht der Tag dafür. Obwohl auch von hier oben soll ich vielleicht schnell reisen. Aber da kann ich auch noch die da nehmen. Was willst du hier? Geh runter! Haltet den Mann! Da! Ich hab ihn! Aber jetzt langsam. Danke. Schmerzen wie die euren können schließlich nur besser werden. Man kann Treppen hier hochspringen, Ezio. Geht natürlich auch. Voll gesabbert. Ihr lasst meine Kinder sehr beeindruckend, aber haltet euch besser fern von den Wachen. Und besser ist es, ne? Da sehe ich noch was. Wie gesagt, heute geht das nicht so mit so rechten Dingen zu, habe ich das Gefühl. Alles ein bisschen regt heute. Ja, dann gehen wir halt hier runter, ne? So. Nicht hier. Weiter oben wahrscheinlich. Oder weiter unten. Weiter unten. Ja, weiter unten geht nicht. Um den muss ich mich mal kümmern. Ja, ich... Deine Tante gestern Abend auch gesagt, meine Fresse. Ah, dann muss er oben. Die Polosymbole in der Nähe der kleinen Hage Sophia versteckt. Das Hinweis zum Versteck eines Mafia-Schlüssels. Benutzen Sie die Polosymbole, um das zu entdecken. Da hinten. Das Buch in Besitz nehmen. Hüpf! Ja, okay. Nice. Thank you.
Und Sokrates wurde gefunden. Okay, nächste. Da treffen wir uns bestimmt wieder mit ihr. Ich will das halt so ein bisschen... ich weiß natürlich, wir kommen wieder, aber bevor wir abhauen, sollten wir halt zumindest... Wir können ja gerade sowieso nur die Quests machen, ne? Und die würde ich halt schon noch ganz gerne eigentlich fertig bekommen. Was ist das hier eigentlich? Was kann ich hier drin machen? Klopf, klopf. Da gibt's nur... Naja, hier kann ich hier drauf wieder zugreifen. Anführer dieser... Ah! Ja. Was bringt mir das? Merhaba, Mentor. Habt ihr bei all euren Reisen jemals den Namen Lysistrata gehört? Nein. Das Drama von Aristophanes? Nein. Sie ist eine hiesige Schauspielerin, die sich nach einer Rolle in diesem Stück nannte. Sagt mir nichts. Kommt ihr ein Stück mit mir? Wir haben ein kleines Problem. Eigentlich nicht. Finden Sie mir aber die seltsame Frau auf den Platz heraus. Eigentlich gerade nicht, Kumpel, sorry. Eigentlich habe ich gerade andere Sachen zu tun. Ich meine, die können wir auch noch gerne machen irgendwann, aber jetzt gerade nicht. Okay, da muss ich also, um die vom Super-Super-Assassinen zu machen, muss ich die also... halt eine Butze zuteilen oder so, keine Ahnung. Ich werden sollen, Henker. Was mir aber enorm auffällt, diese Ziplines gibt es immer nur in die falschen Richtungen, ne? Die sind echt so 90%, mehr sogar in den falschen Richtungen nur. Idiot. Entschuldigung. Muss ich hin? Das ist aber nicht mein Schiff, was mich wegbringen wird, oder? Ja, Bro, was geht? Oder ist das Schiff, mit dem ich jetzt wegfahre? Weil das habt ihr eigentlich noch nicht vor. Aber das ist ja auch eigentlich Main Story Reihe Dings. Oh, okay. Immer ist der Polobote führt der Ärzte zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Bitte helfen Sie den Wasserschlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Okay. Auf die Quest hatte ich mich jetzt nicht mehr vorbereitet, ehrlich gesagt. Aber okay, dann machen wir die noch. Dann machen wir heute ein bisschen Überlänge. Weil eigentlich wollte ich um 21 Uhr Schluss machen, aber da kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht mitnehmen sollte? Oder? Ich glaube nichts, das ist gut. Boah, ist laut hier. Ich hätte zuerst gucken sollen, wo ich hin muss.
Was? Für die damalige Zeit schon eine ziemlich krasse Konstruktion. Ich glaube, ich gehe mal lieber weg. Ist nur gerade hier ist unfassbar dunkel, dafür, dass hier bei mir halt so hell ist. Der blendet gerade enorm. Okay, da ist der nächste Zugang. Hat irgendwas gebracht? Nee, wa? Hätte auch wahrscheinlich nicht schwimmen dürfen. Oh, hier hoch. Nee. Bin auf der ganz anderen Seite halt. Ah, guck mal, so komme ich dann da hinten rüber. Okay, gut zu wissen. Geh nochmal. Ein Fehler? Nee, warte nicht. Okay, nice, weiter. Raten, jetzt geht's noch hier rechts weiter. Ist aber zu gut. Na komm, mit Schmackes, Ezio. Oh, ich hab Druck am Ohr, ey. Wieso hab ich Druck am Ohr?
ist nicht besonders schön. Oh, guck mal. Sieht aus wie Grand der Finale. Oh ne, da gibt's noch eins. Ja, ich müsste ja wieder weggehen, aber Alter, wie fuck. Du musst jetzt nicht nur hier hinten rein. Ach komm schon, jetzt echt so kurz vor Ende. Verkacke ich's noch? Ja, okay, immerhin haben wir die Quest. So kurz vor Ende fiel ich nochmal hardcore rein. Ja, nochmal nachtreten. Ich doch gar nicht dran festhalten, wenn das so nass ist, ey. Stelle ich mir enorm hart vor. Auch werde ich nicht kommen. Wahrscheinlich an die Wand da. Ich finde diese Jump'n'Runs echt cool. Da muss ich sagen. Ich meine, das ist halt das Assassin's Creed, ne? Das ist halt der Inbegriff davon. Aber ich finde die echt geil. Dann finde ich diese Kamerafahrten auch sehr gut. Dass man halt immer in einer flüssigen Bewegung eigentlich bewegen kann. Immer genau weiß, wo man hin muss! Oh. Ach, Ezio. Konnte den hier einfach festhalten. Oh, muss das jetzt sein? Belastend. Ich sag auch noch, weißt du, ne? Wundert mich, dass das Zeug alles trocken ist. Also alles, dass man da nicht abrutscht oder sowas. Ja, guter Witz, ey. Nicht lang. Ich glaube jetzt hier lang, ne? Das Problem ist, jetzt ist der hier weg. Ich springe einfach auf den da. Oder nicht? Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, hier müsste es hochgehen. Ich war halt schon da und dann schmier ich noch ab, ey. Bitte was? Geht's dir gut, Junge? Soll ich mal Fieber messen kommen, oder? Ich meine, beim nächsten Mal gehe ich dann drauf, dann spawn ich hoffentlich am Checkpoint, ne? Also. Wie gesagt, das ist sehr. Ich habe das Spiel wieder zu viel gelobt, ich merke das schon. Das Spiel schon wieder zu sehr gelobt. Das verträgt das Spiel nicht auf Dauer. Verträgt kein Spiel auf Dauer.
Soll ich hier einfach so rüberspringen? Oder wozu gibt's das hier hinten noch? War wieder knapp. Und jetzt Spielstürzt ab, wa? Wahrscheinlich. Wieso kann ich mir das vorstellen? Oh, meine Fresse, fertig. Vier von fünf Masterschlüsseln. Es fehlt doch noch einer? Ich dachte, wäre der letzte. Okay, cool, wir sind wieder da. Ja gut, dann machen wir das morgen. Verabschieden wir uns morgen dann bei Sophia, machen da die letzte.